Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 4. Wir sind auf dem Berg der Tortur und wollen Cecile sozusagen auf eine Prüfung hier mit ihm eine Prüfung machen, damit er das Dunkle in sich bezwingen kann. Irgend sowas war das doch. Potion erhalten. Und ja, vielleicht seht ihr es jetzt halt hier. Ich fliege mal kurz, damit ich das ein bisschen demonstrieren kann. Ja, kommt's. Ihr braucht jetzt nicht irgendwie hier mit denen hier kämpfen. Feuer. Aber ihr merkt schon, es zieht mir nicht gerade viel ab. Die treffen schon gar nicht erst. Woran kann das nur liegen? Daran, dass ich 196 Skill hab fallen lassen, ja. Aber ja, ich habe mir die Freiheit genommen und hab doch ein bisschen gelevelt. Ich mag Palom und Porum nicht, überhaupt nicht, aber das war mir ungefähr so egal. Oh Gott, das war schlimm, hey, mit denen auf Level 10. Boah. Ihr könnt sich gar nicht vorstellen, wie schnell die verreckt sind. Oh, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ungefähr nach dem Motto, ein Schlag tot. Oh. Es war schlimm. Aber egal. Diese Zeit habe ich hinter mir. Nein. So. Im Angriffsvorteil aber... Heide Witzke, das sind doch mal ein paar hier. Ah, ich habe ein bisschen was gelernt hier. Machen wir mal Vitra. Na, zeig mal, was du so kannst. Ja, das geht schon. Ist akzeptabel. Mach du mal bitte noch Blitzra. Ja, hier, mach nicht Naruto-Zeichen sowas, sondern... Hier. Ja. Was zum Teufel? Boah. Das war guter Schaden, muss ich sagen. Das war guter Schaden. Tela! Tela! Cecile! Cecile! Was wird dich hier? Warte mal, du siehst auch nur Meteorit! Meteorit? Du weißt von Meteorit? Das heißt, du musst Tela sein. Hey Uldi, hab ich recht? Sei nicht so Oh Gott, das ist nicht... Sei nicht so ungezogen. Vor dir steht der große Weise selbst. Es ist mir eine Ehre. Wir kommen aus Mysidia auf Befehl unseres Ältesten. Ja, wir spionieren. Tut mir leid. Wie ich sagte, wir sind Führer für Sir Cecile. Ich heiße Porum. Und ich bin Palom, Mysidias erhabenster Magier. Ich hab schon viel von dir gehört. Ich aber nicht von dir. Du bist scheiße. Geh weg. Kinder aus Mysidium. Ich werd pädophil. Cecile, wo sind Rydia? Rydia ist toll. Und scheiß Edward. Wir wurden auf dem Weg nach Baron von Leviathan angegriffen. Und? Sie sind doch nicht tot, oder? Nein, Lydia würde nicht sterben. Ich befürchte es halt, Maul, Cecile. Und zu allem Unglück hat Golbis Rosa gefangen. Ja, wen interessiert es, dass Golbis Rosa gefangen hat? Ihr Rydia ist in Gefahr. Rydia. Ich wette, das ist seine Freundin. Psst. Ich dachte, dass du direkt nach Baron zurückgekehrt bist, um Golbis zu konfrontieren. Gegen Bösewichte wie Golbis können meine Zauber wenig ausrichten. Ich suchte hier nach Meteorit, dem legendären Zauber. Dieser Berg besitzt eine besondere Aura. Ich hoffte, ihn hier zu finden. Aber dieser Zauber ist viel zu gefährlich. Man muss stark und jung sein. Als Mann in eurem Alter. Ich gebe zu, dass ich nicht mehr der Jüngste bin. Aber ich werde Golbis bestrafen, auch wenn es mich mein Leben kostet. Mensch, wieso sind Erwachsene bloß so furchtbar dickköpfig? Das verstehst du nicht, weil du noch ein Kind bist. Sei jetzt still! Cecile! Du musst noch auf meine Frage antworten. Was machst du hier? Ich kam hierher, um ein Paladin zu werden. Ja, leider. Ich kann Golbis nicht mit dem dunklen Schwert besiegen. Außerdem möchte ich dieses vermaledeite Ding endlich loswerden.
Wer ist Golbis? Ja, weißt du denn gar nichts? Er ist der Schurke, der Baron kontrolliert! Er ist kein gewöhnlicher Mann, sondern ein mächtiger und böser Zauberer! Du kommst also hier, um ein Paladin zu werden? Dann birgt dieser Berg wirklich ein Geheimnis! Ich werde mit dir kommen! Endlich ein Schein-Zauberer wieder. Danke, jetzt habe ich wieder einen Schein-Zauberer. Parum, Polum, hier, Purum, wollt ihr wieder heimgehen? Nicht? Schade. Du, aber nein, das gefällt mir gerade gar nicht. Du gehst bitte. Fuck. Ja, jetzt haben wir das Problem. Na, wir haben doch gar kein Problem. Nein, bin ich ein Depp. Bin ich ein Depp. Hier, Reihe. Formation. Da hoch. Formation, Cecil dahin. So, jetzt seht ihr es, jetzt sind drei in der hinteren Reihe und Cecil ist vorne. Wunderbar, so wollte ich das haben. Nein, ich will bitte... Danke. Ach, sie fix. Station 7. Geil. Na komm, wie viel ziehst du ab, Cecil? Oh, bist du aber ganz schön schwach geworden. Porom! Hier, mach mal Vita auf uns alle. Du verteidigst mal, du bist eh unnütz, Palom. Tela ist ja mega langsam. Okay, Tela, du machst mal bitte... Wenn es geht. Ah, das wäre jetzt zu geil gewesen. Engel auf alle einfach mal. Geil! Ja, das macht auch ganz akzeptabel einen Schaden. Würde ich mal meinen. Und Palom wird wieder zum Ninja, so wie er da steht. Übrigens voll der Naruto-Crack. Oh, hallo, ey, schaut euch den mal an. Palom ist voll der Naruto-Crack. Oh, ich hab's nur auf einen gemacht. Upsala. Gut, jetzt darfst du wieder hier deine super mega geheimen Jutsu-Kenntnisse loslassen. Ching Chang Chong Kong Kong Chang Kam. Mitra! Ja. Palom und seine geheimen Ninja-Kulturkenntnisse. Dingenskirchen. Oh, das ist eine Truhe, die will ich haben. Ich habe keinen Bock, gegen euch wieder zu kämpfen. Ich bin sowieso schon. Was ist. Welches Level ist eigentlich Tela? Ja, das passt. Truhe. Geh weg. Also mir würde es ja relativ... Ja, sag mal. Was zum Teufel? Wollt ihr mich jetzt verarschen, oder was? Alter. Dafür kommen jetzt aber bitte 1000 Schritte keine Gegner mehr. Nochmal Äther. Ja, ist schön. Ja, das war doch mal eine akzeptable Zeit, wo keine Gegner mehr gekommen sind. Und hier rein. Gipfel! Ui, wir sind schon auf dem Gipfel. Huiuiui, das ging ja schnell. Tela, mach mal bitte Vitra. Auf uns alle. Eigentlich könnte ich ja auch Potions hernehmen, denn ich habe mir ein paar Potions gekauft. Upsalasa. Und so, dich heilen wir noch. Wunderbar. Dann können wir gleich wieder ordnen. Wunderbar. Geld habe ich auch. Palom, hör auf! Aufhören, womit? Ein Hinterhalt, oh nein! Wir haben keine Chance! Darauf muss ich erstmal einen Schluck köstlicher Apfelschorle trinken. Habe ich gemerkt hier von Rewe. Ja. Habe ich mal in der Arbeit gemerkt, weil ich an der Arbeit immer zum Rewe gehe, mir was zum Essen kaufe. Probiert's mal von... ist doch, glaube ich, Rewe, oder? Rewe hat doch diese Eigenmarke, ja. Trinkt's da mal die Apfelschorle von, die ist geil. Ja. Ich mache Werbung für Rewe. Speichern wir mal. Okay. Gut, Warum? Ich hab gesagt, du sollst aufhören! Aber ich mach doch gar nichts. Bin so blöd.
Ich nehme eine böse Aura wahr. Ich werde euch alle mit größter Freude töten. Wer ist da? Ich. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich den gesprochen habe. Auf Wunsch von Kolbes werde ich Skarmiglione der Erde euch an die Tore der Hölle schicken. Doch zunächst habe ich Hunger auf euer frisches Fleisch. Here we go. Gegen Skarmiglione. Der Kampf gegen Skarmiglione dürfte für uns doch eigentlich hier kein Problem sein, oder? Ist der eigentlich auch anfällig für Vitra? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Nein, leider nicht. Schade. Blitzra! Und du machst... Ach, du bist so... Tela, wieso kannst du nur Feuer? Wieso kannst du nicht auch sowas wie Blitzra? Aber diesen Kampf werden wir selbstverständlich gewinnen. Und das ohne Probleme. Denn wir sind gelevelt. Und sind unbesiegbar. Weil wir einfach toll sind. Oh, das ist doch mal Schaden. Sag mal, kontert der oder was? Das kommt mir jetzt gerade irgendwie so vor. Kontert der auf unsere Angriffe mit Blitze oder was? Das sehe ich jetzt gleich. Tatsache, er kontert mit Blitz. Und er greift auch normal mit Blitz an. Aber irgendwie, ich weiß es nicht. Der ist ein Oho! 792, leckt mir doch die Eier. Hollala, Palom, du bist ja mal zu was Nütze. Dass ich das mal sagen würde. Dass dieser kleine Giftzwerg da mal zu was Nütze sein würde. Wow. Wer hätte das gedacht? Scheiße, bist du trotzdem, wollte ich nur gesagt haben. Ja, dann mach doch gleich nochmal hier, Blitzra. Full Gunne. Und eins. Hat der mir gerade einen KP abgezogen? Alter, was ist denn das für ein Boss? Was passiert mit mir? 2400 gelernt. 850 Erfahrungspunkte. Ich hab Hunger. Ja. Dummköpfe. Meine wahre Stärke liegt im Tod. Begleitet mich in die Hölle. Jetzt beginnt der eigentliche Kampf. Angriff von hinten. Das ist meine Marienstadt. Ja, jetzt ist es mal ein ernster Kampf. Als erstes, Reihe. Für mich ein bisschen lauter machen, Musik, geil. Gut, du machst mal bitte wieder Vitra. Ja, sieht doch jetzt ganz gut aus. Du greifst normal an. Ein Hinterhalten, der hat mich übrigens nicht angegriffen, finde ich toll. Blitzra, ist es immer noch deine Schwäche? Ja. Sieht immer noch extrem viel ab. So, was machen wir nochmal erinnern? Ich habe keine Ahnung, was dieses Erinnern machen soll. Ich check das irgendwie nicht. Oh Gott, die Musik ist so geil. Blitzra. Na scheiße, der Part geht ja schon fast zu Ende. Ah, Cecile ist vergiftet! Was zum Teufel, Taylor, wieso bist du so unnütz? Der Part geht zu Ende, ich muss mich mal beeilen und den schnell besiegen, weil ich will nicht mitten im Part hier die Aufnahme unterbrechen. Hier, du kannst doch sicher sowas wie Antidot, oder? Ah, Medica, passt auch. Medica ist ein Weißmagiezauber, der kuriert alle Statusveränderungen außer Tod. Du machst bitte wieder Blitzra. Tela. Du kannst echt kein Blitzra, oder?
Taylor, du bist so ein alter, nutzloser Sack. Aber irgendwie, übrigens, wenn ihr das wisst, was macht dieses Erinnern von Taylor? Was macht es? Sagt es mir. Ich weiß es nicht mehr. Aber es ist ja eins meiner Lieblings-Final Fantasy. Es macht mir einfach Spaß zu spielen, deswegen würde ich schon mal gern wissen. Soll ich jetzt dafür für den mickrigen Boss ein Ding raushauen? Oh, buh! Eins? Ja, dann machen wir mal Medica auf uns selbst. Wo ist es denn? Medica. Mach mal nochmal erinnern. Irgendwas muss das doch machen. So, dann nimmst du mal bitte den Äther. So. Passt schon. Wie viel macht's? 48. Aber hat er nicht mehr, oder? Ach, keine Ahnung. Nee, der muss mehr haben. Ich weiß nicht, wie viele der hat. Atme dies ein und geh runter. Was hat das jetzt gemacht? Ja, was hat das jetzt genau gemacht? Ach, keine Ahnung. Was ist denn das für ein lahmer Boss, ey? Gib's zu, ich bin ein bisschen überlevelt, aber... Ja. Echt lahm, der Boss. Aber ich muss mir mal beeilen, hallo, der Part geht schon fast 17 Minuten. Der geht schon 17 Minuten. Macht's mal hin, Leute. Ja, danke. Und tschüss, Skamlegione. Das war ein leichter Boss. 2500 Gil erhalten. Wie viele Erfahrungspunkte wir erhalten haben, Leute, das erfahren wir im nächsten Part von Let's Play Final Fantasy 4. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.